متابعي قناة إمليم تي في، حنا كنتواجدو اليوم في مدينة كاسخو باوكس عند السي عادل الطموح، وكنرحبو به اليوم عندنا في قناة إمليم تي في. هاد الانترفيو غادي يكون السؤال بالعربية والجواب بالألمانية، أوكي؟ السي عادل مرحبا بك عندنا في قناة إمليم تي في، يمكن لك تعرف راسك للمتتبعين. السلام عليكم، شنو بعدا مرحبا بكم في كاسخو باوكس عندنا، شرفتونا هاد المدينة. بسم الله الرحمن الرحيم. Ich antworte auf Deutsch, damit das auch alle mitbekommen. Also mein Name ist Adil Tamu. Ich bin 43 Jahre alt, ich bin verheiratet, ich habe 3 Kinder. Ich lebe schon immer in Kassel-Brauxel, bis auf einen kleinen Punkt in meinem Lebenslauf. Und zwar bin ich in Marokko in Fes geboren. Da gibt es eine kleine Geschichte zu, die ich auch erzählen möchte. Und zwar, als meine Mutter schwanger mit mir war, hat der Arzt zu ihr gesagt gehabt, einer von uns beiden wird sterben, also sie oder ich. Und wie die Mütter so sind, hat sie entschieden für sich, dass sie sterben wird. Okay. Ja, also ist sie nach Marokko geflogen, um dort bei ihrem Vater zu sterben. Ja? So, und es tut mir leid für meine Mutter, ja, aber Alhamdulillah, sie ist immer noch gesund. Sie hat nur danach noch 2 Kinder bekommen. Ja, und wir leben alle Alhamdulillah in Kassel-Brauxel. Und ja, wie gesagt, es ist eine sehr schöne Stadt. Wir haben 75.000 Einwohner und ist sehr idyllisch hier bei uns in Kassel-Brauxel. Sehr gut. Ja? السؤال الموالي هو السي عادل، شنو هو الدور ديالك بالضبط في حزب الاس بي دي، وشنو المشاريع ديالك المستقبليه، اما مشاريع عندها علاقه بالسياسه ولا مشاريع عندها علاقه بالعمل الجمعوي؟ اوكي، also ich bin vor ein paar Jahren in die SPD eingetreten und die Idee dahinter war, der SPD, der Politik in Kassel-Brauxel einen neuen Blickwinkel zu geben. Ja? Durch meine Schnittstelle zu den Migranten in Kassel-Brauxel, die Politiker hier in Kassel-Brauxel, man kann ja nicht von denen erwarten, dass die ihre Schnittpunkte überall hin haben. Deswegen war die Idee halt da einzutreten und halt neue Blickwinkel zu geben. Und wie gesagt, ich bin jetzt seit ein paar Jahren dabei bei der SPD. Ich bin 2018 zum stellvertretenden Kreisvorsitzenden der AG Migration und Vielfalt gewählt worden, was der Name schon sagt. Also unsere Aufgabe ist es eben halt, im Namen der SPD Migration und Vielfalt den Bürgern nahezubringen. Mhm. Super. Und was wären deine Projekte vielleicht, was Integration angeht, Sozialarbeit zum Beispiel? Also ich habe verschiedene Projekte schon hier in Kassel mitgemacht. Mein bis jetzt größtes Projekt oder das Projekt, was jetzt für die Zukunft angebahnt ist, ich bin im September in den Integrationsrat gewählt worden. Mhm. Und das ist eine Aufgabe, die über 5 Jahre geht. Und auch da möchte ich wieder dem Rat der Stadt, der Stadtverwaltung, den Blickwinkel der Migranten ja, und näher bringen. Das ist so die Idee. السؤال الموالي هو هنا بمدينة كاسخو براوكسل، اللي هي مدينة هاقا مدينة صغيرة في ألمانيا. هل توجد فيها جالية مغربية؟ فيها المغاربة؟ واش كثارين ولا قلال؟ شو ممكن تقول لنا على المغاربة؟ واش مندمجين؟ واش ناجحين؟ واش كيشاركوا في العمل الجمعوي ولا العمل السياسي؟ Also wir haben in Kassel-Brauxel relativ viele Marokkaner. Ja. Wir haben auch eine Gemeinde hier, eine zweite ist gerade im Aufbau. Was wir leider nicht in Kassel-Brauxel haben, ist eine organisierte Gemeinde. Also Leute, die in der Politik sind oder Leute, die aktiv in der Stadtverwaltung oder in verschiedenen Projekten mitmachen. Das fehlt leider noch. Also im Moment in Kassel-Brauxel haben wir leider nur einen, der aktiv in der Politik sich beteiligt. Achso, nur einen. Okay. Ja, dann nutmen wir inshallah in Zukunft die Kitzer und Mugharba und inshallah an طريق هذا الفيديو المغاربه واللي في المدينه المتحده inshallah. السؤال اللي جاي هو شنو ممكن لك تقول لنا على الجاليه المغربيه في المانيا عامه، شنو رايك فيها؟ بحال دابا جينا نقارنوها مع جاليه يمكن في فرنسا ولا بلجيكا، واش الجاليه في المانيا واش الجاليه متحده، واش جاليه منسجمه، واش جاليه ناجحه، واش عندها واحد الكوتوغوف زعما عندها واحد السمعه مزيانه ولا ما عندهاش السمعه مزيانه، وشنو تنصح نتايا بقوه التجربه ديالك في المجال السياسي والعمل الجمعي، شنو تنصح الجاليه المغربيه في المانيا باش تكون واحد الجاليه اللي يمكن يقدوا الناس يضربوا بها المثل؟ Also
der arabischen Community in ganz Deutschland, mein Rat ist einfach, dass man sich mehr aktiv an dem Leben in der Gesellschaft beteiligt. Die marokkanische Kultur ist sehr reichhaltig. Wir haben eigentlich als Kultur viel, viel zu geben. Mhm. Ja? Aber leider verstecken wir das alles so. Das behalten wir alles für uns. Also mein Rat oder meine Bitte an die marokkanische Community, sich einfach mehr zu öffnen, ja? Auf die Vereine zugehen, auf die Politik zugehen. Es ist wirklich, die haben alle ein offenes Ohr. Ne? Und wie gesagt, viel mehr miteinander machen. Wir müssen uns viel mehr vernetzen in Deutschland. Ja, genau. Das hoffen wir auch. كما كان كان كنطرحوا اخر سؤال ديما كيكون واحد التفاته من الضيف ديالنا لهذا المشروع ام ليم تي في. هو مشروع جديد, هو مشروع عباره عن هوايه, عن التفاته طيبه للم شمل الجاليه المغربيه والعمل المشترك والاتحاد ديالنا. شنو ممكن لك تقول لهذا المشروع ام ليم تي في؟ Also wenn ich das ganz klar mit offenen Worten sagen kann, das Projekt ام ليم تي في, ich bin eigentlich so ein bisschen neidisch auf euch, ne, dass ich die Idee nicht vorher hatte. Ja. Es ist unglaublich, was ihr da auf die Beine stellt. Es ist, ich finde das einfach unglaublich. Also wie gesagt, im Moment, ja, durch MDM-TV habe ich Kontakte zu Leuten, die aktiv in Berlin sind, aktiv in Hannover sind, aktiv in Düsseldorf sind. Ja, also das, was ihr auf die Beine gestellt habt, ich kann nur sagen, Chapeau, also es ist top. Ne? Und ich würde mich freuen, an diesem Projekt mitwirken zu dürfen. Es ist richtig, also lasst euch nicht aufhalten, ne, geht euren Weg. Das ist richtig top, was ihr da auf die Beine stellt. Super. شكرا بزاف سي عادل على هاد الكلمات الجميله, وكنتمنىوك حتى حنايا باسم طاقم ام ليم تي في مزيد من النجاح والتوفيق في العمل ديالك السياسي, وكنرحبوا بك ان شاء الله في دوسلدورف اي وقت عندك ان شاء الله. وشكرا بزاف. شكرا, بارك الله فيكم, مرحبا, ونحمد herzlich willkommen jederzeit in Kassel Roxen. Danke, dass ihr da wart. شكرا.